Herr Süleyman, Sie haben 11 Jahre für den arabischen Nachrichtensender Al Jazeera gearbeitet. Im November, glaube ich, vergangenen Jahres oder im Herbst vergangenen Jahres 2012 haben Sie diese Zusammenarbeit von sich aus beendet. Warum haben Sie diesen Traumjob aufgegeben? Weil aus dem Traumjob ein Albtraumjob geworden ist. Man war ursprünglich bei Al Jazeera, weil Al Jazeera freier war als andere arabische Medien, weil Al Jazeera aktiver war, professioneller war. Und plötzlich entdecken wir, dass die ganzen Krankheiten der arabischen Medien, vor allem der staatlichen arabischen Medien, bei Al Jazeera sehr präsent geworden sind. Und da haben wir uns angefangen zu fragen, viele Kollegen, nicht nur ich, haben aufgehört, was mache ich überhaupt noch hier? Dann blieb nur noch die eine Antwort, wegen des Geldes. Das war aber nicht der ursprüngliche Gedanke, wenn man sich ein bisschen erinnern kann. Und so fand ein Prozess dann statt, wo man versucht hatte, hier und da Diskussionen anzustoßen, Kritik auszuüben, die letzte Hoffnung vielleicht herauszuzaubern. Aber da war nichts mehr. Das war ganz klar. Wir sind staatlicher Sender geworden von Katar. Und Katar betreibt dazu als Staat eine ganz merkwürdige und umstrittene Politik in der Region, im Zusammenhang klar mit anderen Akteuren weltweit. Und wir sind sozusagen die gekauften Journalisten, die die Arbeit, die technische, die professionelle Arbeit zu erledigen haben, aber die Politik, die wird von oben aufgesetzt. Und das war dann genug. Sprechen wir nochmal über Al Jazeera zu Beginn, als Sie auch dort angefangen haben. Es war ja eine Faszinierung, die von diesem Sender ausging. Man machte Werbung mit dem Slogan: Wir berichten die andere Seite der Dinge, die andere Sicht der Dinge. Was war das Faszinierende an Al Jazeera? Al Jazeera war, glaube ich, muss man sagen, der erste professionelle arabische Nachrichtensender im Fernsehbereich. Das war wirklich der arabische CNN oder BBC, wie man das so nennen will. Und insofern war das natürlich faszinierend, bei so einem Sender zu arbeiten. Nachrichten, professionell und glaubwürdig. Und zum ersten Mal, das ist ja eine Verlockung für jeden Journalisten. Hinzu kommt natürlich die Bindung an die arabische Welt, an diese arabische Länder, die mit einhergeht, wenn man im Ausland lange gelebt hat. Der internationale Ruf von Al Jazeera damals als der Demokratisierungssender und so weiter hat eine Rolle gespielt. Ein Sender, der wirklich die Stimme erhebt gegenüber arabischen Herrschern, gegenüber Weltmächten und so weiter. Al Jazeera war auch zum Teil für uns die Stimme der Araber auf dieser Welt, der Araber zum Teil der Muslime, je nachdem, wie man ideologisch drauf ist. Al Jazeera war unser Genugtuung. Die Welt, muss man sagen, vor allem die westliche Welt natürlich, ist der arabischen Welt in vielerlei Hinsicht überlegen. Militärisch, wirtschaftlich und so weiter. Auf einmal kommt etwas aus dem Medienbereich, was sehr vergleichbar ist und sogar wahrscheinlich besser war über Zeitstrecken. Und das hat uns mit Stolz erfüllt natürlich. Das war genau diese Genugtuung. Jawohl, wie eine Mannschaft, die ein Tor schießt in den letzten Sekunden oder die immer fertig gemacht wurde und zum ersten Mal sowas wie einen Sieg erlebt, einen kleinen Sieg. Das alles war Al Jazeera für uns mehr. Also eine seelische, eine psychologische, eine idealistische Erscheinung von Anfang an. Und deswegen bei Al Jazeera am Anfang übrigens wurde sehr schlecht bezahlt. Ganz nach dem Motto, ihr Lohn ist bei Al Jazeera zu arbeiten. Das ist der eigentliche Lohn, ganz am Anfang. Und wir waren sogar bereit zu zahlen, um da zu arbeiten. Nicht nur jetzt wenig Geld zu verdienen, sondern wirklich zu zahlen, weil das war damals die höchste Ebene arabischen Journalismus. Sie haben das jetzt beschrieben aus Ihrer Sicht auch als Journalist, der ja auch hier in Deutschland ausgebildet worden ist. Al Jazeera hatte natürlich auch eine ganz besondere Rolle in der Bevölkerung, für die Bevölkerung. Immer wieder wurde ja auch darüber gesprochen, also über die arabische Straße. Die arabische Straße, die großes Vertrauen auch gehabt hat in diesen Sender. Können Sie das so bestätigen? Auf jeden Fall, also man kennt den Witz aus den 70ern, einem syrischen Theaterstück, wo in einem syrischen Dorf Schüsse zu hören sind. Dann sagt der eine Dorfbewohner zum anderen: Mach auf BBC London, damit wir wissen, was hier
nebenan los ist. Das war wirklich die mediale Landschaft in der arabischen Welt. Man muss London hören, BBC, damit man weiß, was nebenan los ist. Ansonsten gab es keine richtige Öffentlichkeit im professionellen Sinne. Staatliche Sender, die nur bestimmte Sachen im Zusammenhang mit dem Herrscherhaus oder mit dem Präsidenten oder mit dem, wie auch immer jetzt die politischen Strukturen in diesen Ländern waren und sind. Al Jazeera kam mit dem neuen Anspruch, professionell, öffentlichkeitsorientiert zu agieren, die großen Fragen anzusprechen, die die arabischen Massen bewegen. Das ist Palästina, das ist danach Irak, Islamismus. Das sind viele große Fragen. Das hat alles Al Jazeera angepackt. Und deswegen natürlich glaubten die Menschen an Al Jazeera. Für die Menschen ist Al Jazeera, für viele Menschen war Al Jazeera, für viele ist immer noch übrigens, die glaubwürdigste Stimme überhaupt in der arabischen Welt, weil man damals durch diese Reibung mit den Herrschern und den Regimen an Glaubwürdigkeit gewonnen hatte. Und weil man auch sich hier und da gegen die westliche Medienlandschaft gerichtet hatte, zum Beispiel im Zusammenhang mit Terrorthemen und so weiter, dann hat man an Glaubwürdigkeit gewonnen. Diese Glaubwürdigkeit hat eine sehr große Rolle auch insofern gespielt, als dass die arabischen Massen oft in manchen Ländern zu 30, 40, 50% Analphabeten sind. Das ist also nicht wie, es ist eher vergleichbar mit der amerikanischen Öffentlichkeit als mit der deutschen, die arabische. Man liest nicht die Zeitung und hört Radio und dann guckt man Fernsehen am Abend. Nein, man bleibt hängen beim Fernsehen. Insofern hat Al Jazeera eine unglaubliche Wirkung, hat sie immer noch übrigens. Und Al Jazeera hatte auch jahrelang eine Alleinstellung. Das war unglaublich. Zwischen 1996 und 2003 war Al Jazeera der einzige arabische Nachrichtensender. 2003 kam Al-Arabiya, dann kamen auch andere und dann hat BBC doch sich entschieden, wieder den arabischen Dienst wieder zu beleben und so weiter und so fort. Deutsche Welle kam hinzu und so weiter. Russia Today wurde stärker. Also diese Monopolstellung hat eine sehr große Rolle gespielt. Und das in Zeiten, wo bestimmte Themen eine große Rolle gespielt haben. Das ist die palästinensische Intifada, das ist der Irakkrieg 2003, das sind die Anschläge vom 11. September. Also in dieser Atmosphäre hat Al Jazeera ein Kapital angesammelt, was jetzt momentan natürlich am Abnehmen ist, aber immer noch sehr stark. Das ist wirklich ein Sender, wo der Araber in allerletzter Sekunde nur an die Informationen von diesem Sender zweifeln würde. Man würde an die Regierungen zweifeln, an andere Medien und erst ganz zum Schluss an Al Jazeera. Momentan aber erlebt Al Jazeera genau diese Periode. Die Leute zweifeln, weil sie oft erleben, was Sache ist. Also die erleben das in Ägypten, die erleben das in Libyen, die erleben das in Tunesien, die erleben es in Syrien, in Jemen. Es gibt komische Phänomene, die wirklich kaum vorstellbar sind. Und da spielt Al Jazeera eine große Rolle. Al Jazeera ist heutzutage ein Regierungssender in Ägypten, wenn man das wirklich beschreiben will. Die berichten im Sinne der Muslimbruderregierung in Ägypten. Al Jazeera in Tunesien ist an achter Stelle. Die war an erster Stelle während der tunesischen Revolution. Aber man hat gemerkt, dass die Nachrevolutionszeit, die ja auch mit vielen Problemen und Streitereien und so weiter verbunden war und immer noch ist, dass diese Zeit bei Al Jazeera kaum zu verifizieren ist, kaum zu sehen. Die greifen eher Partei. Man hat gesehen, was aus Libyen gemacht wurde. Das haben große Teile bei der Masse gesehen und das haben vor allem arabische Intellektuellen, vor allem Linksintellektuelle, dass sie haben das schnell gemerkt. Ein bestimmter Assad Abu Khalil, ein Uni-Professor aus Kanada, so ein Bohemist, sagt immer, wenn Al Jazeera jetzt schreibt oder Al-Arabiya, macht er Klammer auf und schreibt, der NATO-Sender, Klammer zu. Und leider muss man sagen, über Strecken hat er recht. Wir waren die Antistimme und wurden zur NATO-Stimme. Also wenn man heute mit Arabern spricht und sie nach ihrer Meinung fragt zu Al Jazeera, dann hört man sehr häufig, es ist eigentlich der Sender von USA und Israel. Lassen wir Israel beiseite, weil das ist jetzt wirklich nicht entscheidend im Fall von Al Jazeera. In Israel ist für die arabische Welt ein klarer Fall. Und Al Jazeera hat Kapital geschlagen, wo der Sender Al Jazeera
über diesen Palästina-Israel-Konflikt berichtet hatte. Problematisch wurde erst, als die Palästinenser in Hamas und Fatah sich nicht teilten, als die Probleme zwischen den beiden Gruppen groß geworden sind und Al Jazeera mehr an der Seite von Hamas, den Islamisten, sich geschlagen hatte. Da fing ein Nachdenkprozess an. Mit USA muss man sagen, vorsichtig. Also ich bin da sehr vorsichtig, weil, das heißt nicht ablehnend, aber das Thema ist nicht so schnell anzupacken. USA ist nicht gleich USA. USA gibt es das Weiße Haus, USA gibt es das Außenministerium, USA gibt es die CIA, die US Army. Man ist nicht nah an allen, aber ich behaupte wohl, wir sind an bestimmten Stellen sehr nah. Denn die Politik von Al Jazeera, die Methoden, die inzwischen eingesetzt werden, die kommen nicht von den Machern von Al Jazeera. Das weiß ich, das sehe ich. Ich kenne die Macher, ich kenne den Chefredakteur, ich kenne die Redakteure. Es gibt Theorien und Ansätze, die da zur Geltung kommen, die wirklich von höchster Ebene Kommunikationswissenschaft und politische Propaganda braucht wirklich Profis, braucht Anweisung, braucht Gesamtbildsicht und nicht hier und da hat der und oder der andere das und dies gemeint. Insofern, vom Ergebnis her ist Al Jazeera in einem Land namens Katar. Das Land Katar, muss man sagen, ist mehr oder weniger eine Bank. Das ist ein Land mit 400.000 Einwohnern, also ursprünglichen Einwohner, die anderen sind Arbeiter und Zuarbeiter und so weiter. Und das Land schuldet den USA die eigene Sicherheit. Das heißt, die Macht in diesem Land zu erschüttern, bedarf wirklich ein Anruf aus Washington. Das ist eine Tatsache, das ist kein Metapher leider. Das heißt, Katar befindet sich international in diesem Geflecht, wo die USA sich auch befinden. Inwieweit jetzt ist das konkret, ist das kausal, was da alles stattfindet? Unwichtig in dem Moment. Wichtig ist, am Ende der Tage, wo es wirklich kracht, weiß man, Katar hängt an den USA, an westlicher Politik. Und Al Jazeera in dem Moment, wo der Sender zum Instrument vom Außenministerium von Katar, von Außenpolitik von Katar geworden ist, ist automatisch auch in diesem Gesamtspiel. Was nicht der Fall war vorhin. Sie sprechen in einem Beitrag für die Zeitschrift Zenit von einer Schattenredaktion, die es in Al Jazeera gegeben hat oder gibt. Können Sie das vielleicht ein bisschen erläutern? Sie sind eben eigentlich schon ein bisschen in diese Richtung, haben Sie darüber gesprochen, dass es eine Redaktion oder ein Interesse gibt, was also mit diesem Sender etwas macht, was eigentlich ein Nachrichtensender, was über die Aufgabe eines Nachrichtensenders hinausgeht. Das ist ja das Problem. Also Schattenredaktion ist nicht nur ein Wort, was man so sagt. Es gibt hier Schattenregierung, aber man meint was anderes. Also mit der Schattenregierung, die darf nicht existieren, wenn die Regierung existiert, um Gottes Willen. Und diese Schattenredaktion ist äußerst problematisch. Es ist fast wie Schatten-Ehemann oder Schatten-Ehefrau. Das gehört sich überhaupt nicht, weil redaktionelle Arbeit ist eine sehr transparente, oder sollte eine sehr transparente Arbeit sein. Wir haben unsere Nachrichtenkriterien, wir haben unser Berufsethos, wir haben Methodik, Methoden gelernt, wir haben Instrumente, um als Journalisten mit Themen umzugehen, auch mit schwierigen. All das gibt es. Und die Redaktion ist klar, die Abteilung für Interview, die andere Abteilung für die Korrespondenten, die dritte für Dokumentationen, dann gibt es die Abteilungschef und es gibt die Chefredaktion, Intendanz und so weiter. Wenn man aber auf einmal merkt, es gibt Stellen und Instanzen, die entweder nicht dazu gehören und trotzdem agieren oder von denen bestimmte Leute genau angesetzt werden, wo die Macht auszuüben ist, dann fängt das Problem mit dieser Schattenredaktion an. Beispiel: Interviewabteilung. Was macht eine Interviewabteilung? Vor allem bei Al Jazeera. Die sitzen den ganzen Tag am Telefon und versuchen Gäste, sehr viele Gäste, wir interviewen sehr viele Leute live bei unseren Nachrichtensendungen, den ganzen Tag zu besorgen. Für die erste Nacht, für die zweite Nachricht, für die erste Stunde, für die zweite Stunde, für diese. Die machen nichts anders. Aber das ist ja ihre Aufgabe. Sie haben alle ihre Datenbank und so weiter. Und bekommen Anweisungen. Ich brauche einen Gast, der die amerikanische Außenpolitik vertritt. Ich brauche einen Gast, der. Das ist alles normal. In dem Moment, wo die Kollegen von Interviewabteilung von Fallschirmgästen sprechen, wird es problematisch. Ein Fallschirmgast ist ein Gast, der man nicht selber ausgesucht hatte als
Interviewjournalist, Interviewproducer, sondern da kommt jemand mit einem Zettel und sagt, der konnte da passen, rufen Sie ihn an. Und wo kommt dieser Zettel her? Von mir nicht. Von mir nicht. Das ist natürlich im Falle zum Beispiel vom arabischen Frühling, verdeckt man sich dahinter, dass klassische Interviewpartner bei so einer Lage nicht zu helfen. Man braucht ja Leute vor Ort, Beteiligte, Augenzeugen und so weiter. Plus auch, um an Augenzeugen ranzukommen, gibt es Kriterien. Sonst kriegt man alles Mögliche erzählt. Und wenn man schon das Gefühl hat als Journalist, dass die Person, die diese Nummer gebracht hatte, in diesem Sender mächtig ist oder gute Beziehungen zu Mächtigen hat, und weil die Arbeit auch so stressig ist, man kommt nicht so einfach an Augenzeugen, an Interviewpartner, man denkt immer an den nächsten Gast, wo man den ersten schon anruft, neigt man dazu zu sagen, okay, wunderbar, danke schön. 3-4 solche Aktionen in einem Tag beflecken den ganzen Bildschirm. So eine, das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, eine Moderatorin, das war wirklich der Fall, die hat jemanden zu kritisch befragt, zu Einführung Klammer, so kritisch vor den Geschmack von der Chefredaktion. Vielleicht war sie ein bisschen auch meinetwegen unverschämt. Ist ja in Ordnung. Mit ihr wird ein Gespräch geführt. Ein ziemlich aggressives Gespräch mit der Drohung. Ansonsten, wenn sie so weitermachen, dürfen sie nur noch die Nachtsendung, die Nachtnachrichten fahren und moderieren. Das ist ja halb so schlimm. Damit kann man noch leben und behaupten, der Grund ist ihre fehlende Professionalität in Einführung erstrichen, wie sie das Interview geführt hatte. Aber wenn genauso mit dem gleichen Ton, mit der gleichen Stimmung, mit dem gleichen Fehler, meine Dinge, ein Interview geführt wird, mit einer anderen Seite, und da wird nichts gesagt, dann weiß man, aha, es liegt nicht an Interviewtechnik, es liegt an dieser Seite oder an jener Seite. Die erste hat einen syrischen Oppositionellen auseinandergenommen und bekam Ärger. Die zweite hat einen regierungsnahen Experten, syrischen, auseinandergenommen. Und das war lobenswert. Und die Botschaft für alle ist ganz klar. Das ist die Richtung. Das macht man so sehr raffiniert. Sehr, sehr raffiniert. Und automatisch neigt der Mensch, der davon lebt, seine Heimat in Algerien, in Marokko, in Jemen, in Sudan verlassen hatte, bei Al Jazeera gelandet, wo man das 20-fache mindestens an Geld monatlich verdient, zu sagen, mein Gott, das hat alles bestimmt seinen Sinn. Hinzu kommt eine pseudo-revolutionäre Atmosphäre, die in der Redaktion dann künstlich produziert wird, weil der Journalist, normalerweise der anständige Journalist, kann man nicht so kaufen. Der braucht mehr als nur Geld. Geld ist natürlich, bleibt im Hinterkopf, aber man braucht Ideale. Und wir sind alle für die Revolutionen. Wir sind die Stimme des Volkes. Wir reden und wir berichten im Sinne des Volkes, wenn da mal ein professioneller Fehler dazwischen kommt, meine Güte, was ist das im Vergleich zum Schicksal eines Volkes? Und genau das wird da richtig betrieben, diese Atmosphäre, atmosphärische Herstellung von Sachen. Es gab aber ja auch unter den arabischen Journalisten im Jahre 2011 eigentlich schon, nach den Ereignissen auf dem Tahrirplatz vor allen Dingen, wo ja Al Jazeera rund um die Uhr gesendet hat und auch mehrfach festgenommen worden ist und unter Druck gesetzt worden war, gab es aber ja dann schon eine Diskussion darüber, ob nicht die Journalisten oder die Medien insgesamt zu sehr zu Aktivisten geworden sind, anstatt eben halt professionell zu berichten über die verschiedenen Seiten eines Konflikts. Mhm. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht? Sie, so wie Sie es gerade beschrieben haben, natürlich, revolutionäre Atmosphäre im Sender, spricht ja schon sehr dafür, dass es also auch, dass man sich sehr stark mit den Aktivisten engagiert hat. Ich war selber in Ägypten, als Mubarak abdankte, also von der Macht gestürzt wurde. Und meine wirklich nicht leichte Person und mein Kameramann wurden auf die Schulter getragen von der Masse, von Demonstrationen. Das ist sehr schmeichelhaft. In dem Moment hat man das Gefühl, hey, das ist ja meine Revolution. Hey, meine Rolle ist ja unglaublich. Das war nur Zufall. Die waren froh, dass wir sie aufgenommen hatten, dass sie von Journalisten gesehen wurden, dass sie von der Welt dadurch auch gesehen wurden. Und als Mubarak weg war, wollten sie uns feiern. Viele Kollegen glauben leider das Spiel. Die glauben wirklich, es ist wie ein Arzt, der idiotischerweise glaubt, er ist Lebensretter und nicht Vertreter eines Berufsstandes.
dass dieser Beruf auch zum Teil Lebensrettung beinhaltet. Das ist ein Teil des Berufes, aber der ist kein Lebensretter, der kann auch Mörder sein. Wir haben es auch geglaubt. Wir haben es geglaubt, weil die Atmosphäre im Sender, aber auch außerhalb sehr beweglich war. Wirklich, das waren emotionale Momente, Enthusiasmus bis zum geht nicht mehr, etwas, was man nie gesehen hatte, bis dahin in der arabischen Welt. Aber natürlich, hier und da merkte man ein Unbehagen dabei. Denn wir sind auch, zumindest diejenigen von uns, die professionelle Journalisten sind, wissen im Hinterkopf schon, dass wir bestimmte Regeln einzuhalten haben. Und dass diese Regeln vermehrt fallen gelassen werden. Am Anfang durch den Enthusiasmus vielleicht nimmt man das eine oder andere Moment hin, wo so eine Sache passiert. Aber wenn man merkt, das ist immer mehr und das Ganze hat ein System, das ist wichtig. Man macht nicht nur Fehler, die Fehler gehen vermehrt in eine Richtung durch diesen Mechanismus, den ich beschrieben hatte. Dann fängt natürlich die Debatte an, was machen wir? Also ich hatte schon in Ägypten im Februar, 2. Februar, das ist der Monat, wo Mubarak nicht mehr an der Macht war, die erste heftige Debatte mit meiner Redaktion, weil sie unbedingt wollten, dass ich meinen schon erledigten und sehr reichhaltigen Beitrag über den politischen Tag in Kairo fallen lasse und über den Besuch von Sheikh Yusuf al-Qaradawi, das ist praktisch ein islamischer Überhaupt, der in Katar wohnt, Ägypter, berichtete, erst am nächsten Tag aber nach Ägypten kommt. Also hier war die Botschaft indirekt, er muss gefeiert werden. Und wir sind sozusagen in dem Moment dann die Bauchtänzer, die das machen, also die Feier zelebrieren. Und das habe ich abgelehnt, weil mein Thema war ein anderer. Um was morgen passiert und ob das mit dem Besuch so wichtig ist, muss man ja erst abwägen im Rahmen des politischen Tages am Tag danach in Ägypten. Aber da war wirklich keine Toleranz, war eine andere Meinung. Das war wie ein Befehl. Das hat so stattzufinden und ich musste Ägypten verlassen praktisch in kurzer Zeit deswegen, weil ich nicht mehr nach dieser Pfeife getanzt habe. Das bringt für mich auf jeden Fall die Frage auf, die mir vorher auch schon in den Sinn kam. Diese Ergebnisse oder sagen wir mal die Erfolge des arabischen Frühlings, feiern ja nicht wirklich die Leute, die damit begonnen haben, sondern Gruppierungen und Parteien, die eine ganz stark islamische, islamistische Ausrichtung haben, insbesondere die Muslimbruderschaft. Spielt denn die Muslimbruderschaft im Sender Al Jazeera eine bestimmte Rolle? Sie haben vorhin von einer Schattenredaktion gesprochen. Kann man sagen, dass die Muslimbruderschaft oder deren Interessen besonders aufmerksam verfolgt werden von Al Jazeera? Ich habe einmal einen Artikel auf Arabisch, glaube ich, geschrieben, wo ich meine These vertreten hatte, dass Al Jazeera zum Instrument der katarischen Außenpolitik geworden ist. Und da schrieb mir ein Freund aus Russland, ein Ägypter, ein linker Ägypter, Instrument von der katarischen Außenpolitik, sag mal, spinnst du? Du weißt doch ganz genau, das ist ein Instrument von der Muslimbruder. Das wäre eine Parallelthese sozusagen. Lassen Sie uns eine Synthese aus dem Ganzen machen. Ich glaube schon, dass nicht Al Jazeera den Muslimbruder beherrscht, auch nicht Muslimbruder Al Jazeera, nicht Katar den Muslimbruder kontrolliert, auch umgekehrt, die These gibt es auch nicht. Sondern ich glaube, die Fäden laufen alle in eine Hand, letztendlich. Also das sind alle Spielgroßen, Katar, Al Jazeera, Muslimbruder und so weiter. Und die Hände, das bewegen, zumindest die auf die Bewegung achten, sind die gleichen. Aber nicht, dass es jetzt direkt das eine das andere beherrscht. Es gibt Zeiten, natürlich. Es gab Zeiten, wo Muslimbruder in Al Jazeera eine übergestellte Position hatten, muss man sagen. Alleine, wenn man weiß, dass der Chef aus der Ecke kommt. Bei einer opportunistischen Umgebung neigen die Menschen dazu, in die Richtung dann mitzugehen. Es gab schon den Witz bei Al Jazeera, ganz lustig, wo unser Chef selber Muslimbruder nah war. Wie weiß man, ob er in der Zentrale in Doha ist oder im Ausland? Man schaut auf die Moschee vom Sender. Wenn die Schuhe draußen sehr viele sind, dann ist er am Lande. Die beten alle mit. Wenn er im Ausland ist, dann beten nur ein paar Leute und der Rest sagt,
muss ich heute nicht beten. Also Atmosphärenherstellung ist natürlich in dem Zusammenhang sehr einfach. Und Katar macht kein Geheimnis daraus, dass, also der Staat Katar, der Emir von Katar, dass sie die Muslimbrüder unterstützen. Sheikh Qardawi, den ich erwähnt hatte, ist ja letztendlich ein Geistlicher überhaupt von denen, auch wenn er jetzt nicht unbedingt Mitglied in der Partei oder in dieser Gruppe. In Ägypten und in Tunesien wurden sie unterstützt nach dem arabischen Frühling durch Gelder, durch Medien, Al Jazeera, allem voran Al Jazeera. Der erste Außenminister von Tunesien nach der Revolution dort, der war jahrelang der Chef von Al Jazeera Forschungszentrum in Doha. Man hat ihn praktisch also da im Kühlschrank gestellt, bis er dann eine andere Rolle bekommen hatte. Also diese Beziehungen gibt es schon, aber gefährlich ist es, wenn man behauptet, dass diese Beziehungen eindimensional sind, ideologisch sind, sonst was. Ich glaube schon, dass es komplizierter ist. Also die haben natürlich eine ideologische Seite, diese Beziehungen. Die haben Instrumentalisierungseffekte hier und da, aber im Großen und Ganzen gibt es auch Schwankungen. Das heißt, das Projekt, einen neuen Nahen Osten mit dem Muslimbruder und Golfstaaten und diese moderneren Islamisten, so nennt man sie, weil sie an die Wahlen glauben. Wenn das Projekt irgendwo nicht klappt, dann hat man kein Problem damit, sie zurückzupfeifen. Das hat man im Falle Syrien gesehen. Am Anfang der syrischen Revolution, des Aufstandes in Syrien, wurden die Muslimbrüder genauso wie in Tunesien, Ägypten so poliert, geputzt und zur Schau gestellt auf Al Jazeera nach dem Motto, ne, die sind Spezialisten bei anderen machen Revolutionen, ich reite drauf. Nach einer gewissen Zeit hat man gemerkt, Syrien, so wie das Land zusammengestellt ist, was Bevölkerungsgruppen, Religionen, laizistische Vergangenheit und so weiter, das Land kann nicht so beherrscht werden und schon wurden sie zurückgepfiffen und dann waren die Minderheiten und die Christen und die Laizisten gefragt auf Al Jazeera. Dann kam eine Zeit, wo die Muslimbrüder wiederkamen. Jetzt gibt es gerade Streitereien innerhalb der syrischen Opposition, weil die Muslimbrüder nicht nachgeben wollen, was Machtpositionierung angeht. Und Katar steckt hinter denen. Türkei spielt eine große Rolle, ja. Herr Erdogan. Aber wie gesagt, ist das wird mehr instrumentalisiert. Ich fand es jedenfalls sehr faszinierend, wie, ich weiß nicht, ob das John McCain oder Joseph Lieberman bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2012 gesagt hatte, für uns Amerikaner gibt es radikale Islamisten, das sind Al-Qaida und die Führung in Iran. Und es gibt die gemäßigten demokratischen Islamisten, das sind die Muslimbrüder, und da saß der Ministerpräsident von Tunesien, der damals nach der Revolution der Erste, wie Herr Jebali, zeigt er auf ihn. Und das zeigt schon ein Gesamtbild. Also das ist ein Konzept für eine Region. Jetzt werden die Muslimbrüder praktisch als Schauprodukt hingestellt. Natürlich werden sie demokratisch auch gewählt. Also das ist ja nicht das Problem. Der Trick dabei ist, oft fragen die Leute, zum Beispiel bei der syrischen Opposition, wer ist Muslimbruder, wer ist nicht Muslimbruder. Dann, wenn die nicht Muslimbruder die Mehrheit sind, dann sagt man, bitte schön, die Muslimbruder haben keine Mehrheit. Falsche Frage. Man muss immer fragen, welche organisierte Kraft ist die größte unter dieser Opposition. Und dann merkt man, das ist die Muslimbruder. Dass der Linke und der Liberale und der Laizist und was weiß ich was, die Konservative da nicht Muslimbruder sind, ist interessant, aber die sind kein Block. Die anderen sind ein Block. Und das ist genau der Punkt. Und Al Jazeera und vor allem Katar hat eine große Rolle gespielt in den letzten 10 Jahren, nicht nur erst seit dem arabischen Frühling, bei der Revidierung von der negativen Sicht des Westens auf den Muslimbruder. Das ist geschehen durch diese Konferenzen. Amerika und die islamische Welt jedes Jahr in Doha, in Katar, jedes Jahr, Jahr nach Jahr, irgendwann mal trinkt man zwar kein Bier zusammen, aber schon einen Tee und man lernt sich kennen, kommt man sich näher, redet über die Region. Und diese Region Nahen Osten ist momentan sehr problematisch von außen gesehen, aus der Sicht der Großmächte, weil es gibt nicht mehr die Nationalisten.
auf die man sich meinetwegen verlassen konnte bei allen Streitereien. Oder die Linke, die zwar für Amerika, für andere Länder nicht sehr, aber wäre organisierte Kraft. Es gibt nur noch diesen politischen Islam, weil die anderen haben ihre Rückschläge bekommen über die Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren. Und man arrangiert sich mit dem politischen Islam als Westen. Warum nicht? Für den Westen ist ja egal. Kann man denn sagen, dass Al Jazeera jetzt als ein ganz professioneller Sender doch in gewisser Weise die Öffentlichkeit dahingehend auch beeinflusst hat oder eine Meinung gebildet hat, um nicht zu sagen, sie vielleicht auch manipuliert hat mit den besonders modernen und Medien, die sie ja auch eingesetzt haben. Also Al Jazeera hat ja nicht nur, ist ja nicht nur Fernsehsender, sondern hat zum Beispiel die Social Media, also diese sozialen Medien, ganz stark integriert in die Berichterstattung. Man konnte bloggen, man konnte twittern, man konnte also sozusagen der Aktivist oder die Person vor Ort wurde eingeführt. Aber hat dieses alles eigentlich dazu gedient, doch die Öffentlichkeit auch in eine bestimmte Richtung zu bewegen, also eigentlich auch zu manipulieren? Würden Sie so weit, kann also man so weit gehen? Manipulation bedarf Beweisführung und das hat man nicht wirklich. Man kann aber schon auf die Gefühlsebene oder auf der geistigen Ebene schon sagen, es galt dieses Vakuum bei der arabischen öffentlichen Meinung zu füllen. Das hat man gefüllt mit Glaubwürdigkeit, mit Berichterstattung höchsten professionellen Grades, mit der Konzentration auf die einheitlichen, auf die Themen, die für alle Araber interessant sind, Palästina, Irakkrieg, wie gesagt, und Ähnliches. Und so hat man das gemacht. Das finde ich nicht so schlimm. Schlimm ist, dass man, nachdem dieses Vakuum beseitigt wurde, die Leute dann um 180 Grad versucht zu bewegen. Das ist genau, was geschehen ist. Also die Bewusstseinsebenen, sage ich mal, der Kapazitäten wurden gefüllt. Und dann wurde bewusst damit ja hantiert, dass man sagt, jetzt aber wollen wir in die und die Richtung. Das hat man vor allem im Falle Libyen gesehen. Politik wurde damit gemacht. Politik, weil letztendlich Revolution hin oder her, das Land wurde von der NATO bombardiert. Und es ist anzunehmen, dass der eine oder andere zufällig dabei gestorben ist. Wir hatten in Libyen Bombardement, der sehr ähnlich war wie im Irak 2003. Nur 2003 war man gegen dieses Bombardement. Und 2011 hatten die Massen beinahe geschrien, bitte schnell bomben. Das konnte ihnen nicht schnell genug sein, nicht viel genug sein, weil man aus Gaddafi, der ja auch diese Züge natürlich in sich hat, aber den Hampelmann gemacht hat, der in diesem Land herrschte. Viele vergessen aber dabei, dass Gaddafi, gerade Muammar al-Gaddafi, der war unser Silvestergast auf Al Jazeera, zwei Jahre, drei Jahre hintereinander. Jeder Sender auf der Welt überlegt sich, wen hole ich Silvesternacht, damit überhaupt Hoffnung gibt auf Zuschauer. Al Jazeera hat sich in Gaddafi, weil er so unterhaltsam mit seinen Ansätzen ist, geholt. Das hat man aber vergessen. Und das ist das Komische. Kollegen, Publikum, also Zuschauer, haben vergessen, dass Al Jazeera Gaddafi zwei Jahre früher als Silvestergast hatte. Ich habe persönlich seinen Sohn, Saif al-Islam, der Kronfolger, ehemalige Ex-Kronfolger von ihm, hier in Deutschland interviewt. Und hatte kein Problem, das Interview abzusetzen. Halbe Stunde lang sprach ich mit Saif al-Islam al-Qaddafi. Jetzt auf einmal ist Qaddafi und seine Familie und sein ganzes Regime gar nichts, null galten zu beseitigen, zu vernichten, ist ja nicht schlimm, mag auch dafür Gründe geben. Aber dieser Sprung von dem einen Extremen zum anderen darf bei einem bewussten Zuschauer nicht stattfinden, darf bei einem kritischen Journalisten nicht so durchgehen, finde ich. Lassen Sie mich nochmal auf die Rolle der sozialen Medien im Verhältnis zu den bisherigen Medien, Fernsehen, Rundfunk, Zeitung kommen. Wie würden Sie das bewerten? Hat Al Jazeera da sozusagen auch einen Bann gebrochen, diese sozialen Medien mit zu integrieren in die... Al Jazeera hat selber ab 2006 ungefähr versucht, diese Aufnahmen von Zuschauer, Bürgerjournalismus und so weiter zu betonen. Man hatte eine extra Internetseite eingerichtet, die weder ein Teil von Al Jazeera ist, noch kein Teil von Al Jazeera ist. Wusste keiner so genau, was das ist. Das wird ja auch hier von unseren Medien sehr stark oder auch von der Politik immer sehr stark betont.
genau dieser Bürgerjournalismus, also dass sozusagen der Mensch von der Straße sich äußern kann und dass das nun ein Zeichen von Demokratie ist. Natürlich ist es ein Zeichen von Demokratie, aber auch diese Demokratiezeichen lassen sich sehr gut instrumentalisieren. Natürlich ist es super, wenn man eigene Aufnahmen, eigene Ansichten meinetwegen im Internet veröffentlicht. In dem Moment aber, wo, jetzt um bei Deutschland zu bleiben, ein ZDF das übernimmt und ausstrahlt, fangen die Probleme an. Wollte ich an ZDF ran oder wollte ich an die Öffentlichkeit? Und wenn ich an ZDF, warum habe ich das nicht über ZDF gemacht? Weil ich keine Chance über ZDF hatte, sondern ich musste es. Gut, warum hatte ich keine Chance beim ZDF? Welche Kriterien beherrschen die Arbeit von ZDF, sodass ich nicht reinkam? Und was hat sich geändert, dass ich auf einmal da bin? Das heißt nicht, dass man alles verdächtigen muss, aber das heißt, dass man über alles nachdenken muss. Der Bürgerjournalist ist sehr gut, um Aufnahmen zu machen von fallenden Concorde, von Gewalttaten und so weiter. Aber der ist sehr schlecht in Sachen, das journalistisch verpacken und dem Ganzen einen Sinn geben. Das ist das Problem. Und oft, wenn, vor allem wenn diese Journalismusbürger oder als Beteiligter gilt, dann frage ich mich, wo bleibt hier die Wahrheit? Also als man 2003 mit der amerikanischen US-Armee in den Irak einmarschierte, da war man schon darauf aus, viele Journalisten, vor allem deutschen Kollegen und anderen, arabisch und so weiter, darauf aus zu betonen, wir sind mit den Amerikanern zusammen, das ist, was wir sehen können, ganz nach dem Motto, Vorsicht, ich kann nicht alles sehen, nicht die ganze Front. Wir sind gebunden an bestimmten Vorgaben, es gibt einen bestimmten Blickwinkel und so weiter. Das Gleiche gilt auch für diese Bürger, die Journalismus betreiben. Da muss man schon sagen, das ist etwas, was wir nicht kontrollieren können. Und in dem Moment, wo es am ZDF oder Al Jazeera oder ARD oder CNN ausgestrahlt wird, gewinnt das an Glaubwürdigkeit. Das ist eine Art Adoption. Auch wenn man sagt, dann, ja, für die Klarheit der Bilder, für die Richtigkeit der Bilder können wir nicht garantieren. In dem Moment, wo man das übernimmt, hat man einen Stempel, einen Qualitätsstempel drauf geknallt. Das ist nicht so, dass die Social Media nur im Internet kursieren. Die landen bei dem Sender. Und diese schwammige Herangehensweise, diese durchlässige Grenzen gelten zumindest als kritisch zu betrachten. Also ich finde schon, dass Al Jazeera diese Grenze aufs Schlimmste missbraucht hatte. Bis hin zu im Kauf nehmen, dass Menschen sterben. Es gab einen Aktivisten in Syrien, in Daraa, er hieß Mohammed al-Horani, der ist Aktivist, läuft mit den Rebellen rum und macht seine Aufnahmen und dient seine Sache. Für ihn ist das Dokumentation von dem, was er glaubt, mit der Truppe in der Ebene. Und man hat ihn engagiert für Al Jazeera. Engagiert heißt nur Kontakt aufnehmen und die Bilder gehören uns und vielleicht ein bisschen zahlen, irgendein Quatsch. Und der hat dann ein Logo von Al Jazeera auf seinem Mikro. In dem Moment fragt man sich, ist er jetzt Al Jazeera-Journalist, der zwischen den Fronten zu berichten hat, oder ist er ein Aktivist? Und genau dieser Mensch wurde erschossen, als er mit dieser Freien Syrischen Armee unterwegs war, keine Schutzweste hatte, gar nichts. Mhm. Und nachdem er erschossen wurde, hieß es, gut, erstmal Märtyrer im Paradies, ist klar. Zweitens, er ist ja nur ein Freimitarbeiter. Aber hallo, ich weiß jetzt nicht, ob er nicht durch diese blaue Al Jazeera-Mikro übermutig wurde. Ich weiß nicht, ob der Mensch, der ja nicht qualifiziert wurde für Medienarbeit, ob ihm das nicht in den Kopf gestiegen ist und sich in Situationen begeben hatte, in die sich kein Journalist, kein professioneller Journalist begeben würde. Politisch, technisch, militärisch und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir nicht wirklich, Al Jazeera meine ich, auch Mitverantwortung zumindest haben für seinen Tod. Auf der anderen Seite, nehmen Sie mal an, jetzt wird in Syrien Waffenstillstand erreicht, was man hofft, und Al Jazeera darf wieder mit anderen Medien da rein. Und ein Al Jazeera-Mitarbeiter, ein professioneller Journalist aus der Zentrale, wandert in Syrien und der eine hält ihn für einen Beteiligten, weil man Aktivisten und Aktivistinnen benutzt hatte. Und ihm geschieht auch was. Diese Sache, Vermischung von Aktivist und Journalist, ist für beide Seiten sehr, sehr, sehr schlecht. Genauso gilt das für Ärzte und Soldaten. Rotes Kreuz ist Rotes Kreuz, Soldat ist Soldat. Der spielt das nicht und der kämpft auch nicht. Und dann ist gut. Das sind die Regeln, über die wir uns geeinigt haben. Und die werden immer durchlässiger. Lassen Sie mich noch eine Frage stellen zum Emir von Katar.
der ja den Sender finanziert, der ihn aufgebaut hat, der ihn auch gegen heftige Kritik aus den USA verteidigt hat, während des Afghanistan-Krieges, während des Irak-Krieges, und sich damit natürlich für sich als Person, aber auch für den Sender Vertrauen erworben hat, indem er sozusagen die Interessen der kleinen Leute auch vertreten hat und gesagt hat, dass es eben halt dieser neue Sender, den die arabische Bevölkerung auch verdient. Ist er nun der Emir von Katar, ist er nun ein Vertreter der Interessen der arabischen Öffentlichkeit, indem er so einen Sender finanziert und auch verteidigt gegenüber Kritik? Lassen Sie uns diese These aufstellen. Wer wäre dieser Vertreter? Biografisch. Wo kam das her? Sie stellen sich vor, wie ein Emir von Katar in seinem Werdegang zu seinem Posten kommt. Abgesehen jetzt von dem Putsch gegen den eigenen Vater, davor Militärakademie in London, davor in Doha. Also wo soll das herkommen? Wo soll diese öffentliche arabische Masse, Meinung überhaupt bei ihm durchsichern? Das geht ja gar nicht. Lassen Sie uns ehrlich sein, der ist ja nicht Nasser. Der ist ja nicht Che Guevara, der mit den Bauern gelebt hatte in den Dschungeln. Also kann das nur ein Bild sein. Also diese These kann sich nicht bestätigen. Hat höchstens eine Golf, sage ich mal, Mentalität drauf. Das heißt, der Versuch mit Geld die Dinge zu erledigen, die Dinge einfacher zu sehen, vielleicht religiös angehaucht zu sein, aber vielmehr, dass man sagt, er konnte einen Nasser ersetzen. Nasser ist nicht der Mensch. Also Jamal Abdel Nasser in Ägypten, sondern das war die historische Phase. Ägypten als Land, Nasser innerhalb Ägypten, und dann erst kommt diese Mischung zustande, wo man dann eine historische Rolle, wie man sagt, spielt. Der Emir von Katar hat Al Jazeera gekauft, also hat die Leute für Geld zu sich geholt. Wenn er jetzt die Gehälter um das Zehnfache herunterschraubt, dann glaube ich nicht, dass die Leute da bleiben. Also das muss man wirklich sehr, und nicht nur er übrigens, also Emir von Katar ist jetzt vielleicht eine Etage zu hoch für die Analyse. Nehmen Sie einen einfachen Journalisten, eine Moderatorin bei Al Jazeera, die vielleicht auf dem Bildschirm Revolution und da und hier und richtig die Hölle jetzt brennen lässt. Was denken Sie, wenn sie nach Hause kommt, ob sie unterwegs einkauft? Was denken Sie, wo die Kinder sind? Die sind bei der Bangladesch, bei der Frau aus Bangladesch, aus Indien, aus was weiß ich, die in einem kleinen Raum in der Wohnung lebt, auf die Kinder aufpasst, die Einkäufe erledigt, kocht, macht, tut. Und man verdient gut bei Al Jazeera. Und das ist genau, was es nie gab in der Weltgeschichte, Revolutionäre, die 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 Dollar im Monat verdienen, Anzüge anhaben, modernsten Autos, ihre Kinder werden von Kindermädchen aufgezogen und am Ende des Tages sind sie revolutionär. So unwahr dieses Bild ist, so gekunstelt dieses Bild ist, so ist auch das ganze Land mitsamt den Herrscher dieses Landes anzusehen. Ist denn dann der arabische Frühling, den wir also über Al Jazeera im Wesentlichen hier in den deutschen Medien auch berichtet bekommen haben, ist der auch eine solche Chimäre, ein solches Trugbild? Hier muss man auch zwei Ebenen betrachten. Erstens, es gab den Aufstand. Und es gab den aus guten Gründen, die wirklich für die gesamte arabische Welt gelten. Es gab Unterdrückung, es gab Gewalt, es gab Willkür, es gab das alles. Also auf der Ebene muss man uns einig sein. Jetzt darüber hinaus, jetzt der Sprung zur Revolution. Das ist genau der Trick. Daraus eine Revolution zu machen oder einen Frühling, das war das Werk von den Medien. Allen voran Al Jazeera, westliche Welt und so weiter. Demokraten sind das alles und so weiter. Hier fand die Manipulation, hier fand das Spiel statt. Also Explosionsstoff gab es genug, das wussten alle auch. Aber die folgende Explosion, eine bestimmte Richtung lenken, genau das war das Spiel. Und das konnte nur funktionieren, wenn man jetzt vom Frühling spricht, von Revolutionen und. So ganz schnell, so Revolution, du bist Revolution, du bist super, wunderbar, danach wird alles gut. Hauptsache Mubarak ist weg, heute in Syrien, Assad. Warum geht er bloß weg? Mein ganzes Land wartet nur darauf, dass ein Mensch weggeht, der soll endlich weggehen, dann ist ja gut.
keiner denkt wirklich. Es gibt keine Analyse. Was gibt, genau. Die Analysefähigkeit wird ausgeblendet. Alles muss schnell gehen. Deswegen Länder, in denen das schnell ging, die haben nicht die Chance irgendwie nach Ägypten, Tunesien. In Syrien, 2 Jahre, noch mehr als 2 Jahre, jetzt fängt man an zu denken, Moment mal. Aber wenn das Volk gesamt gegen diesen einen ist und seine Familie, es kann doch nicht 2 Jahre dauern, bis er weg ist. Dann überleg mal, Moment mal, wenn das Demokraten sind, warum hacken sie Köpfe ab? Oh, das sind ja was anderes. Neulich jetzt, Sicherheitsrat, neue Resolution, Al-Nusra, Front in Syrien ist eine Terrororganisation. Toll, warum haben wir die unterstützt 2 Jahre lang? Sehen Sie, man bräuchte nur Zeit und Ruhe, um nicht jetzt unser Herrscher in der arabischen Welt als toll zu empfinden. Die sind wirklich, die hatten genug Zeit auch gehabt, haben es nicht geschafft, dass die Leute sie als toll empfinden. Aber um zu verstehen, was eine Revolution ist, Revolution ist immer etwas nach vorne gerichtet, ist eine Vorstellung von dem, was sein muss und nicht von dem, was weg muss. Das, was weg muss, da brauche ich keine Revolution dafür. Das kränkt einen, wenn ich einen Hund trete in den Arsch, dann den Hintern, Entschuldigung, dann bellt der Hund. Das ist noch keine Revolution. Wenn der Hund aber eine Vorstellung hat, wie eine Welt entstehen soll, wo die Hunde laufen, uns an die Leine nehmen, das ist dann die Revolution. Und genau das fand nicht statt. Und genau da hat Al Jazeera, haben viele politische Akteure dahingehend gewirkt, dass die Leute das Gefühl haben, es ist eine Revolution, ohne dass es Revolution wird. Als Journalist, der so viele Jahre bei diesem Sender gearbeitet hat, mit Ihrer ganzen Einschätzung und Ihrem Verstehen auch von dem, was dort passiert ist in der arabischen Welt und immer noch passiert, was wird Ihre Zukunft sein? Was sind Ihre Schlüsse, die Sie aus der Arbeit bei Al Jazeera ziehen? Was sind Ihre Schlüsse aus der Medienberichterstattung in dieser Zeit überhaupt für Sie beruflich und für die Zukunft? Es ist ernüchternd natürlich, wenn man so eine Erfahrung macht. Man will dran nicht eingehen, ist klar. Aber ich bin umso skeptischer geworden gegenüber Fernsehen, gegenüber Nachrichtensender. Und gegenüber mir selbst. Das ist, also wenn man wirklich was verstehen will, muss man lesen. In Ruhe lesen und lange lesen. Alles andere. So fällt das Flugzeug aus dem Himmel. Damit erfahren Sie nie, wie ängstlich der Mensch war, der da drin sich befunden hatte. Ach, so sehen Kriege aus. Sie würden nie diese unbeschreibliche und nicht bildhaft darzustellende Unruhegefühl bei den Menschen, die nur Bomben hören. Das ist höchstens gut, um eine Pizza am Abend zu essen, die schnell zu verschlucken wäre, bevor sie kalt wird. Aber Journalismus in diesem hastigen Sinne, der muss auf jeden Fall durchdacht werden. Und deswegen habe ich keine Lust mehr wirklich auf Nachrichtenbeiträge. Auf diese, ich war der Erste, der den interviewt hatte und ich war der Erste, der das Bild geliefert hatte. Das ist alles so lächerlich, wenn man das so rückblickend sieht. Und zum Teil habe ich das gemacht natürlich als Fernsehjournalist, als Nachrichtenjournalist. Ich bin eher scharf auf Dokumentationen, dass ich beim Tun auch nachdenke. Ich will nachdenken, damit überhaupt mein Zuschauer auch noch nachdenken kann oder mein Rezipient. Aber wenn nicht mal ich nachdenke, und geschweige der, der das in seinem Wohnzimmer so begleitet, dann denkt man ja, irgendwo in Mali gab es da, ne? Da waren irgendwas irgendwie, Franzosen waren da, ne? Al-Qaida ist auch da irgendwie, aber die Deutschen nicht ganz, aber halb. Das ist keine, da geht es um Menschenleben, da geht es um Zukunft von Ländern, da geht es um Weltentwürfe und wir beschäftigen uns mit Sachen, wo man am Abend denkt, man ist informiert und man ist total disinformiert. Vielleicht kann ich damit abschließen, ein kluger iranischstämmiger Kollege hat hier ein Buch geschrieben, vor einigen Jahren, ganz schön fand ich die Beschreibung bei ihm, stellen Sie sich vor, der Dritte Weltkrieg bricht aus und Sie kriegen das gar nicht mit. Ich will nicht daran denken, was wir alles nicht mitkriegen durch unsere Informations- und Berichterstattungsgeschichte. Herr Süleyman, vielen Dank für dieses Gespräch mit Weltnetz TV.